Wir machen weiter mit High-Rise City. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen die Playtest-Version, die Beta-Version Anfang Februar 2022. Und ich bin im gnadenlosen Expansionsmodus. Vielleicht können wir sogar einfach noch schneller expandieren, oder? Wir versuchen es mal. Ich gehe mal rein in das Licht und mache wieder... Ich mache einfach wieder Mittagslicht an, dann bilde ich mir ein, ich kann klarer sehen und schneller bauen. Wünscht euch eine Uhrzeit, Leute. Ich schau mal kurz, guck mal mit, wie das sich verändert. Eine fixe Uhrzeit, in der man dann allerdings auch klar die Karte erkennt. Bitte nicht Nacht. Also nachts, da kann man beim Bauen, da mache ich nur laufend Fehler oder so. Aber ich gehe mal langsam vor und ruft mir eine Uhrzeit zu. Ihr seht, wie die Uhrzeit sich verändert. Ruft mir das eine Uhrzeit zu, die ihr gerne hättet. Schreibt sie in den Twitch-Chat. Welche Uhrzeit hättet ihr gerne? Rechts unten ist zu sehen, wie sie sich verändert. Ruft mir eine volle Stunde zu. Ruft mir eine volle Stunde zu. Morgens 9:30 in Deutschland. Jetzt kommt die Knoppers-Werbung. Also echt. Schleichwerbung durch Red Scavenger. Also gewünscht wurden sich 5 Uhr. Liebe Chatmods, ihr macht mal eine Abstimmung, ja? Wie denn seid ihr, Black Panther? Einer von euch. Also ich werfe mal ein paar Sachen. Wie viele Alternativen kann man machen? 4 oder 5? Also 4 garantiert. Wir merken uns mal als Alternativen für die Abstimmung. Sagen wir mal einmal 5. 5 Uhr ist immer sehr dunkel. 10 Uhr wurde oft genannt. Wir machen einmal 6 Uhr, einmal 10 Uhr und einmal 14 Uhr, ja? 6 Uhr sind in der Abstimmung. Das ist das hier. Einmal 10 Uhr, das ist das hier, und einmal 16 Uhr am Nachmittag, das ist das hier. Und dann sagen wir mal noch einmal 18 Uhr. Ja? Ach komm, Mann, Pfiffi. Also wir kürzen es ab, 6 Uhr, 10 Uhr, 16 Uhr. Liebe Chatmods, bitte eine Umfrage. 6 Uhr, 10 Uhr, 16 Uhr. Okay? Bis dahin mache ich mal mit 16 Uhr weiter. Über den Daumen. Abstimmung läuft im Chat. Könnt ihr oben dran teilnehmen. Steht im Chat ganz oben. Und es gibt noch sogar eine Anleitung, wenn man den Chat nicht sieht und reinschreiben kann, wie man das anders machen kann. Chatmods posten gleich eine, wie das funktioniert mit irgendwelchen Hashtags und Kürzeln. Die posten das gleich. Und wunderschönen guten Abend an alle Leute, die da sind. Mittlerweile auch der Strategie-Nerd da, geschätzter YouTube-Kollege und Twitch und viele andere mehr. Jack Daniels meint, Leute, das geht so nicht. Um 10 geht WB ins Bett, um 18 Uhr macht er doch den Vorabendschlaf, um 16 Uhr den Nachmittagsschlaf. Du vergisst meine 5-Minuten-Schläfchen. Die mache ich nicht oft, die mache ich so im Tagsüber so alle 5 Minuten etwa. Da mache ich einen 5 Minuten, dann beginne ich einen 5-Minuten-Schlaf. So, ich selber, ich will euch ja nicht beeinflussen, aber mein Vorschlag wäre 16 Uhr. Aber ich will euch nicht beeinflussen. Mein Vorschlag wäre 16 Uhr. Aber ich will es nicht laut sagen, ich will euch nicht beeinflussen. Ich würde sagen 16 Uhr, aber ihr müsst selber wissen. Du bist ein Schatz. Viele liebe Grüße an den Strategie-Nerd, der 5 Abos verschenkt an Franken, Andi, an Horst Peter, an Enzo Rosso, an Tiborias und an Schalaila. Liebe Grüße an dich. Und ich schenke dir mal was zurück, nämlich eine Empfehlung. Falls ihr Interesse habt an Distant Worlds 2, das ist ein Spiel von Slytherin, das kommt raus irgendwann im März, ne? Da haben wir auch einen Kunidu-Gutscheincode. Da hatte ich auch eine Preview-Version, die habe ich nicht gezeigt, weil das Spiel so viel Einarbeitung kostet. Und ich habe mal gesagt, nee Leute, ich streame jeden Abend auf Twitch, ich mache mein Videozeugs, ich habe meine Preview-Version verfallen lassen. Der geschätzte Strategiekollege Strategienerd hat das nicht gemacht, hat ein Tutorial-Video gemacht darüber. Falls ihr mal sehen wollt, Distant Worlds 2, wie funktioniert das, geht mal auf den Kanal von Strategienerd. Und falls ihr das Spiel billiger kaufen wollt, dafür haben wir einen Community-Gutscheincode, den findet ihr wie immer auf unserer Gutscheinliste, wo die Games Planet-Spiele stehen. Gibt's auf YouTube hier drunter irgendwo in der Textbeschreibung für den Link auf die Gutscheincode-Sammelseite. Da steht auch der von Distant Worlds 2. Der funktioniert allerdings von jetzt aus, von 5.2. ausgerechnet, erst in wenigen Tagen. Ich glaube, ab dem 8. oder ab dem 10. funktioniert er erst. Da steht aber auf der Seite drauf und auf Twitch bitte gerne mal posten. Hat mal einer der Chatmods mal die Sammelseite
auf unsere Community-Gutscheincode-Liste. Bitte mal im Chat posten. Black Panther hat es gerade gepostet. Das ist die Sammelseite. Ja? Also meine Empfehlung wäre, der Code kombiniert mit dem super coolen Tutorial von Strategienerd. So funktioniert Distant World 2. So, danke nochmal an dich. Und jetzt machen wir weiter, Leute. Liebe Leute auf YouTube, entschuldigt diesen kleinen Exkurs. Fiel mir gerade so ein. Was ist bei der Abstimmung rausgekommen? 10 Uhr hat gewonnen. Ach Leute, echt. Um 10 Uhr schlafe ich noch. Ich streame jeden Abend. Bis um 12 oder so. Also im Ernst, ich bin in der Regel im Schnitt vielleicht um 2 im Bettchen. Dann soll ich um 10 Uhr schon Städteplanung betreiben? Nein, 10 nicht. Sagen so um 9. Älterer Herr braucht nicht mehr so viel Schlaf. 7 Stunden reichen mittlerweile. Ich gehe mal runter auf 10 Uhr. Euer Wunsch ist mir Befehl. Toll, super, 10 Uhr. Mist. So, wie sieht's aus? Wir haben die übliche 10% Arbeitslosigkeit. Wie sieht's aus mit unseren Waren? Alles gut. Endlich haben wir endlich genug Möbel. Alles sieht gut aus. Mhm. Und wir haben 132.000 für ein Plus. Krass. Strom. Ja, da müssen wir gleich nachsetzen. Wasser geht. Wir brauchen ein weiteres Stromkraftwerk. Das können wir jetzt schon setzen. Ein Stromkraftwerk braucht, glaube ich, keinen Straßenanschluss. Spiel gespeichert. Das setzen wir mal. Mal gucken, ob das stimmt. Das braucht Straßenanschluss. Die einfachen brauchen keinen Straßenanschluss. Die Windturbinen. Ach, wisst ihr was? Wir setzen schon mal ein paar billige Windturbinen irgendwo in die Mitte rein. Die brauchen doch Straßenanschluss. Ich dachte, die brauchen keinen. Hatten wir nicht die ersten Stromgebäude gebaut ohne Straßen? Ach, da steht Strom nein. Entschuldigung. Sonnenkraftwerk? Strom nein. Straßen nein. Hier steht Straße ja. Und hier steht Kohlekraftwerk. Auch ja, die beiden nein. Da setzen wir ein paar Windturbinen irgendwo dahin, wo reichlich Platz ist und wo wir sonst nie was bauen würden. Hier unten hin. Da passen ein paar kleine hin. Hier hinten auch. Keinen Straßenanschluss, setzen wir ein paar kleine hin. Mehr geht nicht. Jetzt müsste mit dem Strom gleich alles wieder etwas besser sein. Wie es in dir schreibt, WB, genieß doch mal 10 Uhr morgens, ey. Die Uhrzeit, die du nur aus deinen Träumen kennst. So in der Art. Ja, die Abstände der Windkraftwerke, der Windturbinen ist ein bisschen eng beieinander. Also wenn ich ein Vogel wäre und ich würde versuchen, hier dran vorbeizukommen, aus die Maus, ich würde gefedert werden. Nicht geteert, aber ich würde gefedert werden. Ja, Strom etwas besser. So, und jetzt können wir noch mal ein bisschen weiter expandieren. Wir wollen ja noch für mehr Menschen hier sorgen. Und das schaffen wir dadurch. Wir haben den Trick eben gemerkt, dass wir die Arbeitslosenquote wieder ein Stück senken durch noch mehr Gewerbe. Hier oben in die Ecken.
Freistaatgebäude reicht bis hier unten, aber Polizei auch so halbwegs. Also hier können wir eigentlich überall noch Wohngebäude hinsetzen. Das wäre irgendwie verschenkt. Was wir machen können, wir können auch hier die Gemüsehofe einfach umsetzen. Dann schaffen wir ein bisschen Platz hier oben. Gibt es da Ressourcen auf dem Gemüsehof? Nein. Dann reißen wir den Gemüsehof hier ab. Wir produzieren ja sowieso immens viel Gemüse mittlerweile, oder? Ja, reicht. Dann reißen wir hier vorne ab. Da müssen wir nur oben beim Sonnenkraftwerk für einen neuen Straßenanschluss sorgen, sonst gibt es Ärger. Eine Farmstraße, das ist eine normale. Na, willst du wohl? Einmal hier runter. Klappt doch. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, ich habe mir das in den Holzfäller. Habe ich die Holzfäller hier reingebaut? Nein. Ganz knapp nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich dran gedacht hatte, aber alles gut hier. Spiel gespeichert. Stimmt, das war auch, dass ich suche bei den Vögeln, hieß nicht gefedert, sondern gerupft. Richtiger Hinweis im Chat. Vielen Dank fürs Mitdenken. WB ist keine, Alice sagt, Alice the Fox Girl. WB ist keine Nachteule, sondern ein Nachtbulle. Danke an Thunfisch Toni. Hey, danke fürs 23. Abo an dich, Toni. Liebe Grüße. Und jetzt können wir hier, ja, jetzt ziehen wir hier noch mehr Straßen hin. Wegmachen. Jetzt hier noch eine kleine Straße nach oben lang. Oben, damit wir hier überall auch. Geht das hier? Oh komm, mach ich nicht fertig. Geht das oder geht das nicht? Ich will hier hin, bitte. Geht das nicht? Hier hin. Dahin ginge. Dahin geht nicht. Echt nicht? So, jetzt geht's aber. Jetzt bauen, sorgen wir hier dafür, dass hier noch mehr Gewerbe entsteht. Machen wir erst hier in der Mitte noch ein paar Wohntürme mehr hin. Das ist ja Quatsch, hier kann auch ein Einzelner hin. Können wir auch die Wassergeschichten doch woanders hinsetzen. Mittlerweile ist das hier Quatsch, das nimmt noch Platz weg. Wasserversorgung, große Wasserpumpe. Jetzt haben wir die hier reingequetscht. Tatsächlich. Perfekt. Wasserversorgung.
super. Wie sieht's aus? Wasser reicht. Wir hatten eben auf Vorrat gebaut, Strom. Reicht auch. Unten wieder runter. Noch mehr Gewerbe, bitte. Tempo erhöhen. Spielgeschwindigkeit, damit Rohstoffe nachproduziert werden. Arbeitslosenquote. Jetzt geht sie doch runter. Jetzt geht es wieder hoch, weil Bürger nachziehen. Wir hatten ja mehr Wohnfläche durch einen Erlass für mehr Wohnfläche gesorgt, also bei gleicher Wohnfläche für eine höhere Belegung durch Bürger in den bestehenden Wohnungen hatten wir gesorgt. Und wer Single-Wohnungen verboten hatten per Gerichtsbeschluss. Menschen ziehen nach, bei 7% bleibt es aber. Wie sieht hier oben die Versorgung aus? Sieht alles gut aus. Mehl lässt langsam nach, das ist spannend. Ist gespeichert. Wir müssen doch einmal noch in Mehl gehen. Mal gucken, wie groß eine Mühle ist. Relativ klein, die kriegen wir irgendwo dazwischen gequetscht. Hier ist doch Gewerbegebiet überall. Hier kriegen wir eine hingequetscht zum Beispiel. Das sollte dann sogar schon reichen. Jetzt können wir... Wir bauen noch ein bisschen Gewerbe mehr, aber danach können wir auch schon neue Gebäude setzen. Neue Wohngebäude setzen. Fisch und Kleidung würde weniger, meinte wie das eine Dir? Eine Kleidung war nur eine Momentaufnahme und Fisch auch nur. Ah, Fisch könnte ein Problem werden, da hast du recht. Für Fisch sorgen wir mal zwischendurch. Vorher setzen wir aber noch ein bisschen Gewerbegebiete hier hin. Dann hatten wir hier oben, glaube ich, für... Warte mal, die Fischsachen hatten wir hier hinten hingesetzt, ne? Da passt aber nicht noch mehr hin. Hier an die Küste, vielleicht mit einer kleinen Spedition daneben. Könnt's auch hier hinten machen. Wie stark ist die Brücke eigentlich befahren? Kaum. Kaum jemand fährt über unsere schöne Danke-Ron-Brücke mit dem Dankeschön für die Entwickler. Danke an Onkel Hotte. Lieben Dank fürs 17. Abo. Servus auch an dich. Hi. Hi, Onkel Hotte. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Fisch hingesetzt bekommen. Das ist eine Farmstraße. Ich hoffe... die funktioniert auch so, dass die Speditionen darüber fahren können. Einmal Fisch bitte hier. Haben die hier Straßenkontakt? Ja, nein. Eine Straße in der Nähe, das gilt nicht als Straße. Ach, wir hatten das letzte Mal hier eine Straße gemacht, dann ist das Programm abgeschmiert, ich erinnere mich. Soll ich es nochmal versuchen?
Wisst ihr, was wir machen, dass wir das nächste Mal, das Spiel das nächste Mal sagt, hey, ich habe ein Autosave angelegt, dann machen wir das. Vorher traue ich mich nicht. Red Scavenger, WB, wie kann ich mir das mit deinem Wohnungserlass vorstellen? Drei Leute, eine Wohnung, das Bett wird nicht kalt beim Wechseln. Betten? Was ist denn das für ein Luxuskonzept? Im Ernst, wir hatten damals nach dem Krieg auch keine Betten. Wir haben im Stehen geschlafen. Also das ist, ich weiß nicht, was du absurde Luxusgeschichten im Kopf hast. Ich weiß, F4, Andreas, für Schnellspeicherstände. Die Krux ist nur, die kann man aus dem Hauptmenü heraus nicht laden. Die sind in der Speicherstandliste nicht aufgeführt. Das heißt, man muss ja erst mit einem anderen Savegame reingehen und dann auf F5 klicken, um sich das zu holen. Das sind halt noch so komische Situationen, gerade in dieser frühen Version. Das ist ein bisschen nervig. Also das gerade wie das Nedir galt nicht als Straßen... Wir können es mal ausprobieren, ob das als Straßen der Nähe gilt. Aber angezeigt wird das nicht. Da gibt es eine Fehlermeldung, das würde nicht passen. Wir versuchen es mal. Ich wage mal F4. Ey Leute, ich will es wissen. Ich will es wissen. Ich will wissen, ob man hier anbauen kann, ohne dass irgendetwas einem hier abschmiert. Wir versuchen es mal. Daumen drücken, dass das Spiel jetzt nicht abschmiert, Leute. Im Ernst, Daumen drücken. Ich baue alle Unterstützung von euch, die ich kriegen kann. 3, 2, 1, Klick und... Ja, es hat geklappt. Aus irgendwelchen Gründen schmiert das Spiel jetzt doch nicht ab. So, das nutzen wir jetzt für... eine Verbindung nach unten hin. Eine hier rechts lang. Ach, ich bin da am Falschen. Ich muss hier weiter runter. Okay. Ja, sehr schön. Jetzt versuchen wir hier ein bisschen Fischfang zu betreiben und ich hoffe, das klappt. Ja, funktioniert. Einmal. Zweimal. Haufenweise Fische. Sehr schön. Das sollte doch erstmal reichen jetzt. Hat funktioniert. Danke fürs Daumen drücken. Auch an die Leute, die, glaube ich, sehr viele Daumen haben. Arbeitslosenquote 5%. Jetzt können wir auch neue Gebäude setzen, also neue Wohngebäude setzen. Und machen das sofort. Wann kommt denn der vierte Typ hier von Wohngebäuden? Jetzt noch nicht, ne? Noch nicht. Oder erstmal hier Stadt weiter ausbauen. Bitte noch mehr Wohnturmen, bitte. Geschwindigkeit ging ja wieder eins hoch. Damit das klappt, müssen wir leider auch von denen hier in der Mitte hier auch noch ein paar Wohntürme hinsetzen, sonst wird das nicht wirklich gut klappen.
Hört ihr auch dieses Taubengurren im Hintergrund oder höre nur ich das? Wer hört ja auch Taubengurren? Nur ich? Hört ihr Taubengurren? Die einzigartigen Gebäude bei den Meilensteinen soll ich zeigen? Wünscht sich Basti. Meinst du bei den vorigen oder bei den neuen? Oder wann? Also weiter als hier kann ich im Moment noch nicht. Ihr hört die auch. Ihr hört auch die Taubengurren. Ja gut. Ich bin nicht der einzige Bekloppte. Vielen Dank. Auch andere halluzinieren. Danke euch alle. Bin ich nicht alleine. Ich dachte schon, die Tauben seien bei mir. Oben links. Da, wo ich gerade bin. Ach, die hier, die sind ausgegraut. Die gibt's anscheinend noch nicht. Also in dieser Version noch nicht. Oder ich habe sie noch nicht gebaut. Keine Ahnung. Ich habe die Bürgermeistervilla noch nicht gebaut. Arbeitslosenquote bei 8%. Da wollen wir noch ein paar Gewerbegebäude hier hinsetzen. Das ist Forschungszentrum. Das Spiel ist gespeichert. Ja, ist ja natürlich schon cool, wenn man hier noch eine Verbindungsstraße von oben hätte. Da müsste ich hier irgendwo durchbauen, ne? Ach, wie doof dann. Jetzt hat man keinen Platz hier gelassen. Hier vielleicht so. Ich glaube, ich habe zu eng gebaut. Alles zu eng. Hier vorne ist allerdings Holz. Hier in die Lücken können wir noch rein. Die kann ich wegmachen hier. Dann noch eine Straße dazwischen quetschen. So ein bisschen aufpassen wegen des Holzes hier unten, dass wir hier nicht uns selbst Konkurrenz machen. Aber das hier sollte eigentlich gehen. Na? Geht das? Geht's nicht? Da wurde doch gerade. Es war doch gerade für einen Moment grün. Irgendwas war doch gerade grün. Wir bauen mal in der Kurve und gucken mal. Wir bauen mal von oben lang. Wenn wir mal in gebogen. Ja, geht doch. Na, wer sagt's denn? Hart geklappt. Noch am Stadtrand ein paar weitere Wohntürme hin. Bürotürme hin.
Wir sind bei schneller Spielgeschwindigkeit bitte wieder. Arbeitslosenquote 9%. Deshalb gerade die Bürogebäude. Nächster Meilenstein nähert sich. Kleinere hier am Stadtrand dazwischen. Wie weit geht es mit dem Holz hier? Ich glaube, das war es schon so langsam. Hier noch ein bisschen überbauen, aber viel mehr bitte nicht mehr. Das Spiel ist gespeichert. Hier noch ein großer und dicker dann dazwischen. Ein paar kleinere kann man dazwischen setzen. Prima. Und was haben wir jetzt? Arbeitslosenquote 6%. Wie viele Leute leben hier? Wir fahren immer noch über 3000 weiter. Nukular, danke dir. Liebe Grüße, herzlich willkommen hier an Nukular. 0815. Haben wir alle Waren? Haben wir Strom? Knapp, aber reicht. Wasser reicht locker, Überproduktion, Rest. Mehl, ich hatte doch schon eine Mühle gebaut, anscheinend reicht das nicht. Bierchen, Bier gibt langsam Probleme. Bier und Mehl, darum müssen wir uns als nächstes kümmern. Bier und Mehl.